Es geht vor allen Dingen um Aktionen und Kampagnen, denn das Thema an sich hatte ich schon vor zwei netzpolitischen Abenden vorgestellt, ohne da jetzt groß inhaltlich nochmal auf das Thema einzugehen. Es geht um 60 Einzeldaten, bis zu 60 Einzeldaten, die pro Passagier, pro einzelnen Flug gesammelt werden von Airlines und dann sozusagen für 5 Jahre lang gespeichert werden sollen, Ermittlungsbehörden zur Verfügung stellen sollen, also eine Vorratsdatenspeicherung von Reisedaten. Trotz des EuGH-Urteils will das EU-Parlament jetzt diese Vorratsdatenspeicherung von Reisedaten durchdrücken. Wen es interessiert, der kann sich den Vortrag dann nochmal anschauen. Aber jetzt zum eigentlichen Thema, nämlich was können wir dagegen tun? Und wir haben uns da verschiedene Dinge überlegt. Und zwar zum einen haben wir uns überlegt, dass es ganz lustig ist, wenn man so eine Minute lange Videos macht, indem man einfach kurz erklärt, warum man gegen diese Vorratsdatenspeicherung von Reisedaten ist, die dann halt mit ein paar Hashtags versieht und dann eben an die EU-Abgeordneten direkt twittert. Da ist dann so ein Blogartikel, den wir hier auf unserer Seite haben, wo ihr auch die entsprechenden Leute in den sozialen Netzwerken findet oder eben per E-Mail oder sonst irgendwas. Dann waren wir jetzt vor einer Woche schon mal hier am Flughafen Tegel, auch in anderen Flughäfen in Deutschland, haben entsprechende Proteste stattgefunden, unter anderem in Frankfurt, Köln, Stuttgart, ich weiß nicht. So ähnlich, wir haben das jedenfalls hier in Tegel gemacht, das war eben letzte Woche und wir wollen das auch weitermachen und zwar jetzt am Samstag wollen wir da wieder demonstrieren, wieder 14 Uhr und wir verteilen da unter anderem solche Postkarten und zwar gibt es da eben zweimal die Postkarten da oben, das sind in deutscher Sprache und also die liegen hier auch bei den Leuten auf den Sitzen rum und dann haben wir zusammen mit unserer Dachorganisation European Digital Rights aus Brüssel auch noch englische Postkarten zusammengestellt und die kann man dann entweder an seine Freunde schicken oder eben auch vor allen Dingen an die EU-Abgeordneten schicken, um sie eben darauf aufmerksam zu machen, dass wir eben diese Vorratsdatenspeicherung von Reisedaten nicht haben wollen. Ihr könnt natürlich auch ganz eigene Postkarten euch ausdenken, vielleicht auch aus dem Urlaub mal schreiben oder ähnliches, also sowas kommt immer ganz cool an. Wir haben das vor ein paar Jahren schon mal gemacht und EU-Abgeordnete freuen sich immer, wenn sie sowas etwas Bunteres in ihrem Briefkasten haben, was von der Zivilgesellschaft kommt und nicht so ein fertig gestanztes Lobbypaket ist. Diese Postkarten herzustellen und dann vor allen Dingen eben auch in Brüssel zu verteilen, also wir verteilen auch selbst eben mit ETRI gemeinsam in Brüssel entsprechende Postkarten, dafür sammeln wir gemeinsam mit ETRI Geld, können da eben auf dieser Indiegogo-Plattform für uns entsprechend spenden. Und genau, dann sehen wir uns eben am 11. April wieder, wo wir eben entsprechend gemeinsam wieder demonstrieren wollen, hier im Flughafen in Tegel, am Terminal A und B. 14 Uhr fängt das Ganze an. Wir sind da so ein paar Stunden da unterwegs und es gibt eben auch andere Demonstrationen an anderen Flughäfen. Das findet man auf der Website verfolgungsprofile.de. Da sind diese ganzen Orte zusammengetragen, an denen da eben demonstriert werden soll und ja, wir verteilen da eben diese Postkarten und dann das, was wir hier auch so ausgelegt haben, eben diese Flyer und würden uns freuen, wenn ihr uns das Ganze unterstützen würdet, um eben diese Vorratsdatenspeicherung von Reisedaten zu verhindern. Das war's schon. Schnell.